Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen zu dieser wirklich wunderbaren Gitarrenbegleitung von Peter Gabriels Salisbury Hill. Die erste Single von Peter Gabriel nach seinem Ausstieg von Genesis 1977. Wusste ich vorher ehrlich gesagt auch nicht. Habe ich mal wieder nachgelesen und hoffe, dass es so auch stimmt. Also echte Genesis-Fans aus dieser Zeit wissen das sicher mehr. Was ich aber sicher weiß, Salisbury Hill ist ein Hammer-Song. Und darum machen wir den hier auch. Und du machst jetzt mit und los geht's. Obwohl, einen kleinen Moment noch. Du weißt inzwischen hoffentlich, meinem kleinen Kanal hier dürstet es nach deutlich mehr Aufmerksamkeit. Und was geht dich das an? Sag ich dir, durch deinen Like, deinen Kommentar, Video teilen, Kanal abonnieren, was es sonst noch alles gibt, bist du dafür verantwortlich, ob dieses Video noch vielen anderen angezeigt wird oder nicht. Also, sei kein Lurch, drücke umgehend auf den Like-Button, bevor du es gleich wieder vergessen hast und schreibe auch gerne was in die Kommentare. So, jetzt. Salisbury Hill steht im 7-Vierteltakt. Was ist das? Eigentlich ein 4-Vierteltakt und ein 3-Vierteltakt hintereinander. Und so habe ich das auch notiert. Alles andere wäre auch mir zu unübersichtlich auf Dauer. Und außerdem endet jede Strophe mit 2 ganzen Takten, also 4-Vierteltakten. Die etwas eigenwillige Begleitzupftechnik bleibt glücklicherweise durch die komplette Strophe gleich. Und noch was, hast du sicher schon bemerkt, für die Originaltonart schnallen wir den Capodaster in den 2. Bund. Das Intro allerdings hat seine ganz eigenen Regeln und mit dem fangen wir jetzt mal an. Und da es nicht so ganz einfach ist, erkläre ich das hier etwas eingehender und spiele es nicht nur vor. Da geht es aber nur um die ersten 3-4 Takte. Der Rest wiederholt sich dann einfach nur noch. Es beginnt mit einem Auftakt auf die Zählzeit 3 und mit 1. und 2. Bund G-Seite und der leeren B-Seite und geht dann in den 1. 3-Vierteltakt. Und zwar D-Dur mit Basston A. Allerdings ein etwas spezielleres D-Dur, das du an dieser Stelle am besten mit einem Barré über die ersten 4 Saiten greifst. A- und D-Seite anzupfst und dann mit dem Mittelfinger und Ringfinger auf die B-Seite 3. Bund bzw. D-Seite 4. Bund hämmerst. Dann die D-Seite zupfen und die B-Seite auch nochmal. Natürlich würde für das D-Dur auch ein Barré über nur 3 Saiten reichen und auch der Ringfinger müsste nicht zwingend hämmern, da er erst eine 16. Zählzeit später dran ist. Aber so macht es absolut Sinn, finde ich, weil den Ringfinger hinterher oder schon vorher drauf zu setzen, empfinde ich als deutlich schwieriger, gerade bei dem Tempo, das man hier im Endeffekt braucht. Und auch der 4-Saiten-Barré macht Sinn, da im Anschluss an das D-Dur ein A-Dur folgt, bei dem du die im 2. Bund gegriffene D-Seite dann auf jeden Fall brauchst. Dieses D-Dur war jetzt auf die Zählzeit 1 E und E, also 4 16. Noten. Auf die Zählzeit 2 Basston A, auf 2 und D und B-Seite gleichzeitig gezupft, dann wieder Basston A und D und G-Seite gleichzeitig gezupft. Und welche Finger nimmst du am besten zum Zupfen? Ich würde hier sagen, und so mache ich das hier, E, A und D-Seite werden grundsätzlich vom Daumen gezupft, G-Seite vom Zeigefinger, B-Seite vom Mittelfinger und die helle E-Seite vom Ringfinger. Takt 3 ein 4-Vierteltakt. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, 4-Vierteltakt und 3-Vierteltakt wechselt sich hier ab. Zusammen wäre es ein 7-Vierteltakt und hier der Übersichtlichkeit wegen aufgeteilt auf 2 Takte. In Takt 3 wieder das D-Dur von vorhin mit Basston A, ohne Hammering diesmal, wieder 4 16. Noten. Auf die Zählzeit 1 die A-Seite und B-Seite gleichzeitig gezupft. Auf 1 E die G-Seite, auf 1 und die D-Seite und auf 1 und E die B-Seite. Hier aber dann ohne Mittelfinger, da der 2. Bund ja klingen soll. Auf die Zählzeit 2
dann E-Dur, auch mit Bastonar. Was bedeutet, dass du die A-Saite, wie normalerweise beim E-Dur üblich, nicht mitgreifst. Leere A-Saite, dann D, G und B-Saite gleichzeitig, dann wieder Baston A auf die Zählzeit 3. Auf 3 und D und G-Saite gleichzeitig. Dann auf die Zählzeit 4 Baston A und G-Saite gleichzeitig gezupft, hier aber als Esus 4. Das heißt, der Ringfinger greift den zweiten Bund der G-Saite. Und auf die 4 und die D-Saite und B-Saite gleichzeitig gezupft. Dieser Takt natürlich nochmal im Zusammenhang. Und jetzt nochmal alles zusammen von Anfang an. In Takt 4 wieder D-Dur mit einem Bass. Du kennst es inzwischen. Eigentlich erstmal genauso gezupft wie in Takt 3, nur auf die Zählzeit 1 und E, also den vierten Sechzehntelschlag, da kommt die leere E-Saite zum Einsatz. Und was bedeutet das? Genau, das Barré von vorhin ist hier nicht die optimalste Lösung. Normalerweise im Lied immer, aber genau an dieser Stelle nicht. Man könnte natürlich den Barré kurz lösen, also zumindest so, dass die leere E-Saite kurz klingen kann. Kannst du ja mal testen. Ich habe mich hier, wie ich finde, für eine bessere Lösung entschieden. Und zwar vom vorherigen E-Dur schiebe ich den Zeigefinger in den zweiten Bund der G-Saite und greife zusätzlich mit dem Mittelfinger den dritten Bund B-Saite und dem Ringfinger den vierten Bund D-Saite. Also hier jetzt kein Barré. Und diese vier Töne spiele ich mal vor. A und D-Saite gleichzeitig, G-Saite, D-Saite und helle E-Saite. Danach wieder das A-Dur und auch wieder den Vier-Saiten-Barré im zweiten Bund, auch weil wir den dann wieder im nächsten Takt brauchen. Zählzeit 2, leere A-Saite, 2 und D- und B-Saite, Zählzeit 3, leere A-Saite und 3 und D- und G-Saite. Natürlich diesen Takt nochmal im Zusammenhang. So, und jetzt haben wir es auch geschafft, also zumindest das Intro, weil Takt 5 wird genauso gespielt wie Takt 3. Und für den Rest des Intros werden Takt 4 und 5 einfach wiederholt, im Original insgesamt 5-mal gespielt. Jetzt das Intro im Zusammenhang. Also du weißt, die letzten beiden Takte 5-mal fürs Original spielen. Mir reichen da auch 2. Die Strophe, es gibt ja ein 3 und alle werden gleich gespielt. Auch die abwechselnd im Vierviertel- und Dreivierteltakt bis auf die letzten beiden Takte. Die sind beide im Viervierteltakt. Es gibt dabei 5 verschiedene Pattern. Ich nenne sie Pattern A, B, C, D und E. Und die Strophe beginnt mit Pattern A. Das erste Pattern erkläre ich etwas eingehender, damit du auch wirklich damit klarkommst. Und die anderen 4 Pattern sind dann alle sehr ähnlich und die muss ich dann auch nicht mehr so genau erklären wie dieses hier. Zuerst A-Dur.
Ich greife das A-Dur wie gewohnt mit Barré über D, G und B-Seite. Und ob die helle E-Seite jetzt mitgegriffen wird oder nicht, das spielt hier keine Rolle, da es ja nicht mitgespielt wird. Alternativ könntest du hier auch problemlos dein übliches A-Dur greifen. Das ginge auch, daher keine Variation. Auf die CZ1 den Basston A und die G- und B-Seite gleichzeitig. Dann zwei Sechzehntelnoten D- und G-Seite. Auf die CZ2 wieder Basston A und auf die 2 und ein E-Dur, wieder nur mit zwei Fingern gegriffen, da ja der Basston A hier noch mitklingen soll, und gezupft werden D, G und B-Seite. Auf die 3 wieder Basston A und auf 3 und das A-Dur mit D, G und B-Seite. Auf die CZ4 immer noch das A-Dur. Hier Basston, G und B-Seite gleichzeitig gezupft und auf 4 und die D-Seite. Den ersten Takt der Strophe einmal im Zusammenhang. Im zweiten Takt, der Dreivierteltakt, dann immer noch das A-Dur folgendermaßen gleichzeitig gezupft. Auf CZ1 Basston A und die B-Seite gleichzeitig, dann G-Seite, D-Seite und wieder B-Seite in Sechzehntelnoten gespielt. Auf die CZ2 wieder Basston A, G-Seite, D-Seite und B-Seite ebenfalls in Sechzehntel. Auf die 3 dann wieder Basston A, G-Seite und D-Seite, die ersten beiden als Sechzehntelnoten, der letzte Ton eine Achtelnote auf die Zählzeit. 3 und. Einmal diesen Takt. Und das komplette Pattern A einmal im Zusammenhang und auch so, wie es in der Strophe vorkommt, nämlich zweimal gespielt. Pattern B, ein Fis-Moll mit dem Basston Cis. Was soll das wieder sein? Eigentlich ganz einfach, ein handelsübliches Fis-Moll, bei dem du die tiefe E-Seite am besten nicht mitgreifst und den Basston auf dem vierten Bund gegriffene A-Seite spielst. Das ist nämlich der Ton Cis. Zupftechnisch sehr ähnlich zu Pattern A, außer dass hier auch die helle E-Seite mitgespielt wird. Und dafür hast du ja auch noch den Ringfinger frei. Pattern B beginnt mit diesem Fis-Moll mit Cis im Bass. Auf die Zählzeit 2 und dann wieder das E-Dur. Ich greife es hier immer noch nur mit zwei Fingern, auch wenn das E-Dur, also das komplette E-Dur, hier sicher möglich wäre. Dann Basston E, wie vorhin erwähnt. Und dann wieder Fis-Moll mit Cis im Bass. Diesen Takt einmal komplett. Und auch der Dreivierteltakt, ähnlich zu Pattern A, nur mit heller E-Seite gespielt. Ich spiele ihn langsam vor. Und auch Pattern B, nochmal beide Takte zusammen und zweimal hintereinander, so wie es in der Strophe vorkommt. Danach kommt wieder Pattern A, wie gehabt, zweimal. Und auch nochmal Pattern B, auch dieses wieder zweimal gespielt. Thank you.
Nochmal kurz zum bisherigen Songablauf. Intro, Pattern A, Pattern B, Pattern A, Pattern B, jeweils zweimal gespielt und jetzt kommt Pattern C. Ein D-Major 7, auch dieses greife ich als Barré, hier über die ersten drei Saiten. Basston ist hier die D-Saite über das komplette Pattern. Auf 2 und hier ebenfalls E-Dur. Es reicht der gegriffene erste Bund G-Saite. Danach gleich wieder das D-Major 7 für den Rest des Pattern. Der zweite Takt dieses Pattern C wieder nach Art der Pattern A und B. Das komplette Pattern C, wie gewohnt, zweimal. Jetzt das vierte Pattern D. Fängt genauso an wie Pattern B, nämlich mit dem Fis-Moll und Baston Cis. Und auch das E-Dur auf die Zählzeit 2 und, das ist Ihnen schon bekannt. Neu ist, dass auf die Zählzeit 3 und, ein D-Major 7 gespielt wird. Und zwar so, wie du es aus Pattern C schon kennst. Pattern D, einmal ganz langsam. Dieses Pattern wird tatsächlich nur einmal gespielt und es geht danach in das letzte Pattern E. Auch hier greife ich wieder Fis-Moll mit Baston Cis. Auf 2 und wieder E-Dur. Auf die Zählzeit 3 und greife ich mit dem Ringfinger den vierten Bund D-Saite und danach gleich ein Barré über den kompletten zweiten Bund. Einmal diesen Takt. Im zweiten Takt den Barré und den Ringfinger liegen lassen, mit dem Mittelfinger noch den dritten Bund B-Saite greifen, also ein B-Moll 7. Danach noch ein A7 mit Baston Cis, der Zeigefinger, den lässt man am besten liegen, der Ringfinger greift den vierten Bund der A-Saite. Gezupft werden A, D, G und B Seite. Danach noch ein Esus 4 mit Mittel- und Ringfinger gegriffen. Und abschließend noch E-Dur, Mittelfinger weg, Zeigefinger, erster Bund, G Seite. Bei den letzten beiden E-Akkorden zupfst du jeweils die D, G und B Seite. Einmal Pattern E komplett. Und auch einmal die Strophe komplett. Und da ich ja alles schon mal langsam gespielt habe, hier die doch ein bisschen schneller. Thank you.
Nach der Strophe geht es in den Zwischenteil, der genauso gespielt wird wie das Intro. Nur diese letzten beiden Takte des Intros, die ja im Intro selbst fünfmal gespielt werden, die werden im ersten Zwischenspiel, glaube ich, nur einmal gespielt. Könnte auch zweimal sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, im zweiten Zwischenspiel dann viermal. Und im Outro dann gefühlt unendlich. So viel von mir zu Salisbury Hill von Peter Gabriel. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib es nett in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.